Guten Tag, moin moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, ihr Leute. Neue Runde hier in unserem kleinen, aber feinen Laden, wo wir als erstes schnell mal zwei neue Verkaufsflächen brauchen für neue Klamotten. So, immer ist es der. Eins und zwei. Da wollen wir einmal das Design schnell kopieren und hier drüben muss einmal schnell einfügen. Und da wollen wir es auch einmal schnell einfügen. Wir sehen also, es würde noch einer hinpassen, aber es wird dann auch irgendwann eng, ne? So, sind da die neuen Sachen schon bei? Nö. Nicht wirklich. Was wir auch nochmal machen sollten, wäre im Hauptquartier, also im Büro, die Preise nochmal ein bisschen anpassen. Weil wir haben, glaube ich, einige Artikel, die sehr, sehr günstig über die Ladentheke hier gehen. Und wir haben einige Artikel, die echt sehr hoch eingestellt sind. Zwei Mitarbeiter heute auf Kurs, jo. Das heißt, ich glaube, wir haben keinen Kassierer jetzt, so wie es aussieht. Hey. Und auch keinen, der beratend tätig wird. Oder, komm, stopp, stopp. Verlieren, dann gereicht. Ich glaube, ich muss alles machen heute. Thanks. Haben wir geschickt gemacht, ne? Also eine Frühschicht, kein Verkäufer und kein an der Kasse. Melina, du kannst aber kassieren. Machen wir heute Kasse. Ausnahmsweise. Dann können wir Verkauf machen. Und da? Ne, kommt erst um 6, ne? Hey, can you help me? Ich glaube, sie kann auch. M braucht sie dringend. Aber nicht so dringend scheinbar, dass sie meine Beratung reicht. So, haben wir die neuen Dinger schon ausgepackt. Die müssen ziemlich weit unten sein. Die hier sind noch nicht alle ausgepackt. Excuse me. Die Latschen? Dann halt nicht. Hey. Elisa ist da. Also klasse, heute klappt es bei keinem, ne? Und das war jetzt echt schon der, glaube ich, der dritte, den wir nicht geschafft haben. So, der blaue und der schwarze meinetwegen. Blau und der schwarze, dann fehlt noch der rote. Rote haben wir. Gut. Dann haben wir das. Elisa scheint Kassiererin. Ne, Elisa ist Verkäuferin. Victor scheint ein bisschen langsam zu sein, ja. Kriegt nicht alles aufgefüllt. Dabei kann das so schnell gehen, wenn man einmal so durch die Regale huscht.
Fehlen uns hier oben echt Latschen eigentlich oder sind die einfach nicht ausgepackt? Aber Lina noch Erfahrung gekriegt, weil eigentlich bist du ja nicht Kassiererin, ne? Aber. Da hat sie auch Feierabend. So, dann gehen wir mal wieder in die Kasse. Auf jeden Fall müssen wir heute ein bisschen günstiger Personalkosten haben, aber wir müssen auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also viel ist noch nicht reingekommen. Sehr schön. Das sieht schon besser aus. Ich kann leider keine Leute anwerben heute vor der Tür. Es sind immer 5-6 Leute, die man, glaube ich, doch schon mit in den Laden zieht. Und die Hälfte locker kauft noch was. Heißt, ein paar tausend mehr Umsatz sind sie schon, ne? Und den müssen wir kriegen. Gerne. Oh, die Hemden gehen viel zu gut hier. Fünf Stunden oder so war das nicht gewollt. Thank you. Die so günstig sind, müssen wir eigentlich gleich teurer machen. Scheint ein gut laufender Artikel zu sein aktuell. Auch sehr schön. Quasi 1000 Umsatz zur Mittagszeit haben wir geschafft. Gar keiner mehr im Laden. Alter, wie viele Leute sind heute nicht da? Und zwei Mitarbeiter gleich, okay. Marco zum Ware auffüllen und Zoe für kassieren, ne? Noch kennen wir unsere Mitarbeiter persönlich. Das wird sich im Laufe des Spiels auch ändern, glaube ich. Umso mehr Läden man hat, umso größer man wird, umso weniger kennt man seine Leute noch. Aber mal gucken. So, wir haben endlich die Zeit, uns mal vor die Tür zu stellen und ein paar Leute zu wärmen. Wenig die bisher nach Beratung fragen, aber jetzt geht's dann doch los. Thanks. Die Roten. Komm, stopp. Sehr schön. So, hier schon wieder Erfahrungspunkt eingeheimst. Zweimal high. Nicht für länger wartet. Thanks. Hey, thanks. Thank you. Ja, mich würde es interessieren, wie wir eine weitere Kasse hier hinkriegen würden. Aktuell schwierig wahrscheinlich. Warte mal. Kasse. Sachen sind auch teuer, ne? Wir bräuchten ja schon eine für 5 Leute zumindest. Das andere lohnt ja nicht. Noch eine, so eine große würde ich jetzt nicht nehmen. Mit Kassenband brauchen wir auch nicht unbedingt. Wenn ich die kaufe? Ne, kaufe ich sie ja noch nicht direkt, ne? Ziemlich klug ich das Teil. Ich überlege, ob man nicht sowas Schickes hinkriegt, ne? Wie gesagt, so. Neben noch einen. Einen nach hinten, einen nach vorne. Würde theoretisch auch gehen, wenn die weiter vorne wäre, ne? Hey, have a minute. Aber nur für 3.
Thank you. Und dann das dort eigentlich. Für 7 oder für 5, aber das sind halt die Supermarktkassen, ne? Naja, auch schicker Tresen eigentlich, ne? Das ist eigentlich eher so dieser Klamottentresen, ne? Hi, spare 2 seconds. Thank you. Ey, der passt doch perfekt in der Farbe. Thanks. Lang, ja, 30.000 Umsatz haben wir schon wieder. Leute stürmen den Laden, das sieht ganz gut aus. 50.000 sind machbar heute auch. Vollbesetzung am Abend, das ist gut. Von Marc und Dennis. Ah, warte. Thank you. Hey, got a second? Geht der noch einen weiter rüber nennen oder den haben wir doch? Den, die haben wir ganz nah dran, ne? Thanks. Die hier. Lass uns sehr, sehr viel Luft zu rüben. Wieder leer hier. Also ganz, ganz wichtig, Leute, dass wir jetzt am Ende des Tages mal im Computer gucken und ein paar Artikel noch ein bisschen teurer machen. Hey, got a second? Thanks. Andere Idee. Die weiter rüber. Zwei Regale wieder weg hier hinter. Die beiden hier packen. Thank you. Das ist ja gerade so geschickt, weil eine zweite Kasse macht schon Sinn. Muss nicht noch so eine 7er Kasse sein, aber eine 5er Kasse wird schon helfen. Versuchen wir unser Thanks. Glück. Also richtig gut gefällt mir die Klassenaufteilung dann schon mal nicht. Was muss ich sagen? Einer nach links, einer nach rechts, aber die sind natürlich klobig, ne? Wenn wir die nochmal sehen im Kauf, die Kasse. Die nehmen, kosten eh gleich viel. Ja, von der Breite her einfach. Die sind aber echt alle gleich breit, glaube ich. 1, 2, 6 Kacheln breit. Na gut, die ist 5. 5,5 breit. Klein. Ja gut, die sind dann doch noch ein bisschen kleiner, ne? Aber sind halt eben auch klein. Für 10 Leute, ich kann nicht komplett, also das wird zu teuer. Ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag mit 2 Kassierern hier vorhalten. Das sind, ne, 100 pro Stunde, bei irgendwie mindestens, weiß ich nicht, 12 Stunden, das sind 2000 Kosten mehr, so nach dem Motto ungefähr. Dafür ist hier auch zu wenig Lohn. Es kann sein, dass wir das im großen Stil, im großen Laden brauchen. Das macht Marc schon. Brauchen wir eigentlich nicht eingreifen. Wir machen ja. Ja, falsch, als dass wir retten. 50.000 haben wir aber auch heute wieder geknackt. Ne? Wir haben ja 2.000 investiert. Ein bisschen was in den Konzern überwiesen. Ich glaube, wir dürften noch einen Tag ohne Werbung auskommen. Wir müssen jetzt keine neuen Artikel einkaufen im großen Stil. Wir müssen aber wirklich definitiv die Preise ein bisschen anpassen.
ähnliche Margen einfach haben. Das geht mal wieder zu schnell ab. Ach, geh doch mal weg. Das Hause. So, man kriegt ja halt nicht zwei davon hin, ne? Müssen wir die Kasse hier hinstellen. Dann hätten wir da noch Platz für eine zweite Kasse. Oder später. Machen wir erstmal natürlich nicht. Nur 4000 Lohnkosten, das dachte ich mir, dass die heute günstig sind. Dafür haben wir jetzt aber auch fortgebildete Leute und wir können bei einigen auch wieder leveln. So, ja, auf jeden Fall hier letztes Level in dem Bereich, dann hat sie durchgelevelt. Jakob müsste ja was gelernt haben. Jakob war Verkäufer, meine ich, hat das jetzt frei Vertrieb erzeugt, okay. So, Elisa hat auch, glaube ich, gelernt. So, Melina wird jetzt mal zum Manager befördert. Aber sie ist dann trotzdem Marketing noch, ne? Alter. Ist zu teuer. Mit Marc. Verdient bisher 150. Oder mehr. Ich meine, gut, 500 mehr kosten, ne? Gewinne bei Verwandlung des Geschäfts. Gewinne bei der Verwaltung des Geschäfts. Bonus vorschlagen. Bonus von 5%. Ein Respekt, was denkst du denn? Keine Ahnung, ob das viel ist. Mark, treib's nicht. Dennis, was mit dir? Bist du vielleicht Manager werden? 120? Bis 170 in Zukunft. Sagen wir erstmal 100. Ja. Was? Das ist natürlich mit dem Bonus schon mal voll raus, ne? Darum müssen wir in den nächsten Tagen nochmal wieder verhandeln. Wieso? Wie ist ein Bonus von 10% von dem Gehalt aus, oder was? Nicht vom Ladengewinn, ne? So, jetzt haben wir einen Tagesmanager eingestellt, die Melina. Mal gucken, was uns das bringt. Ich habe ja keine Ahnung, wie wir. So, dann wollten wir noch ein bisschen. Darum brauchen wir noch nicht. Das nehmen wir schon. Drei E-Mails. Und ich will alle frei, aber was? So, ich möchte eine Gehaltserhöhung. Philipp auch. Ist da auch. Philipp. Esther und Zoe, Alter. Nervig, ne? Philipp. Hat man gesagt, Esther auch?
Wie ist der Philipp und wer war das noch? Zoe. Also, na gut, Zoe hat auch gelernt, jetzt verdient. Oder Zoe hat das verdient. Überbezahlte Leute hier. Auf jeden Fall, ne, wie gesagt, das erste Mal Manager, Melina. Keine Ahnung, was das bringt. Erstmal nichts, solange wir selber da sind, aber okay. Irgendwas ist da. Warum wollen wir nicht? Wir müssen Ware bestellen. Mindestlager. Mindestlagerung. Für 21.000 Artikel bestellen. Dann wollen wir mal in die Statistiken gehen und in den Überblick, ne? Ja. Schuhe, hier, Profite, die sind, also eigentlich sind die ganzen Profite zu gering. Alle die 170 kosten, kosten in Zukunft 199, machen wir mal ein bisschen diese komischen Preise, ne? 90, 199, 190. So, die 230 kosten, die kosten in Zukunft 259 oder 61% sind das dann. Was mal einer? Vielleicht wegen einem Sonderangebot oder so, ne? Wundert mich gerade ein bisschen. Kann sein. Kaufpreissortierung. Die Latschen sind da ja auch noch. Latschen kosten in Zukunft 209 oder was? Das ist aber 106. Die kosten 279. Alle zumindest in 60% Profit reinkriegen. Wäre nicht egal, bei 50 Sales. Nur ob man 20 Euro mehr verdient. Mal gucken, ob es das bringt oder ob wir jetzt weniger haben. Die 310, die müssen dann 349 in Zukunft kosten, ne? Sind auch teurer gewesen. Und die kosten, die 380er kosten in Zukunft 419 oder 429 sogar. Das ist ja 13% mehr so ungefähr, ne? So, die kosten 449. Na, machen 469. 489. Hier haben wir zumindest alles über 60, also von daher gar nicht so schlecht, würde ich es lassen. Den Schuhen, mal gucken, ob wir bei den Schuhen einen Unterschied feststellen können. Positive oder auch negative Richtung. Kredit 9%, nö, max 30.000 könnten wir uns leihen, aber brauchen wir nicht. Wohl, nö, brauchen wir nicht. So, dann haben wir den Tag erledigt. Wie viel geht im Konzern? 17.000, das ist nice. Bleiben 13.000 über, die wir eigentlich auch noch an den Konzern bezahlen könnten. Aber dann erst morgen, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen und tschüss.